Ja, die Wähler warten auf den ganz großen Wurf und nicht auf Reformchen. Ja, es gibt in der Parteienlandschaft nur noch Platz für eine neue Partei und die sollte möglichst nah den Ideen der next scientist for future.de liegen, weil nur die in einer simulierten Bundestagswahl 56 der Wählerstimmen bekommen hatten, weil das eben ein ganz großer Wurf ist. Ja, es ist eben ein ganz großer Wurf, wenn man damit beginnt, dass man sagt, endlich endlich wird mein Arzt dafür belohnt, wenn er mir mit einem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot hilft, dass ich möglichst nie Krebs oder Herzinfarkt bekomme. Das ist der ganz große Wurf, dass endlich der Arzt nicht bezahlt wird, wenn er mir möglichst viele Operationen, Bestrahlungen, Chemotherapien, Impfungen und sonst irgendetwas verkauft sondern wenn er mir hilft, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Ja, wenn zum Beispiel meine Wohlfühlstimmen, meine Gesundheitsdaten, meine Langlebigkeitsdaten über seine Verdienstzuschüsse entscheiden und er dadurch ein echter Freund wird, der durch nichts, durch kein finanzielles Interesse, durch kein finanzielles Interesse des Krankenhauses, in dem er arbeitet und so weiter. Äh, davon abgelenkt wird mein Freund zu sein und wirklich nur das Beste für mich zu wollen, anstatt nur mein Bestes zu wollen, mein Geld zu wollen, ja, oder zu brauchen. Das sind große Würfe. Großer Wurf ist die Reform der Next Scientists for Future, die sofort die das Regieren durch Lobbyisten, Konzerne und so weiter von einem Tag auf den anderen beenden würden. Und, äh, den, und man kann alles ganz einfach machen. Man braucht, ja, die, zum Beispiel hier die, wo ist es hier, ach so, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, äh, schneller drehen, äh, die Wunschgeschwindigkeit immer einstellen. Ja, Also, wenn man zum Beispiel jetzt mal hier hinguckt, Volksentscheid, Wahlprogramm, ja, eigentlich braucht man diese ganze Vielfalt auch, die sechs Kettenglieder der Machtbegrenzungskette der Next Scientists for Future. Eigentlich muss das alles nicht sein. Es würde reichen, eine einzige Reform davon. Wir könnten einfach. Die Wohlfühlstimme einführen und zur Grundlage von allem machen. Und dann wird nur noch der Politiker wiedergewählt, der Ministerpräsident wiedergewählt und seine Partei, wenn die Wohlfühlstimmen der Bürger in dem Land sich positiver entwickeln als in jedem anderen Bundesland. Und nur noch solche Parteien werden dann gewählt, weil ja dann alle Wählerinnen sehen, aha. Die Partei XY mit dem Ministerpräsidenten Z hat im Bundesland, was weiß ich, Nordrhein-Westfalen oder Bayern oder Baden-Württemberg, die besten Wohlfühlstimmen-Entwicklungskurven erzielt oder Kurve erzielt. Und also wählen wir auch in meinem Bundesland, wähle ich dann auch nur noch diesen Ministerpräsidenten. Und wir müssen den Ministerpräsidenten quasi die, die vollständige Regierung des Landes überlassen, weil ja sonst kein Vergleich möglich ist. Wa? Das darf also sowas wie Bundeshoheit nicht mehr geben. Also alles, die Länder müssen sozusagen selbstständig werden, weil wir dann 16 Bundesländer miteinander vergleichen können. Und dann haben wir mit einer einzigen Reform, haben wir alles gelöst mit dem Passpartout mit dem Schlüssel, der für alles passt. Ja, dann können wir uns den, Ries, den Aufwand mit den Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden und so weiter, wir können uns alles sparen, weil die Wohlfühlstimme ist ja ein ständiger Volksentscheid. Wir können uns alles sparen, hier sogar auch die Medienreform brauchen wir selber gar nicht zu machen, wenn die Wohlfühlstimmenentwicklung der Kunden eines Mediums. Man, man muss also nur, der Bundeswahlleiter muss nur eine Zuordnung herstellen, irgendwie, dass, dass die, die Kunden irgendwie äh, vielleicht irgendwie eine Liste der Medien mitteilen, die sie am häufigsten nutzen. Und äh, ja, und dann muss das, müssen die Wohlfühlstimmen dazu in Beziehung gesetzt werden. Und äh, dann sieht man, aha. Äh, die Kunden, bei dem Fernsehsender XY entwickeln sich die Kunden, dessen Kunden ergeben die besten Wohlfühlstimmen ab und entwickeln, die haben die beste Entwicklung bei den Wohlfühlstimmen. Das heißt, dieser Sender manipuliert die Leute nicht in Dinge hinein, die ihnen schaden, sondern dieser Sender oder dieses Medium hilft den Menschen ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Gemessen mit der Wohlfühlstimme. Wir brauchen also noch nicht mal mehr die Gesundheitsdaten. Wir brauchen in der Wohlfühlstimme stecken ja die Langlebigkeitsdaten drin, weil ja das äh, Sterben vor äh, dem, Ideal, vor dem äh, gewünschten Sterbealter sozusagen dann ja mit der Note 7 einhergeht, mit der Wohlfühlstimme Note 7 als schlechteste Note einhergeht, ja. Und ja, also von daher, äh, ja, man könnte also mit ganz mit einer einzigen Reform könnte man das ganze Land reformieren. Das also so, es muss also nicht kompliziert sein. Man kann es, man kann, also man kann all diese Dinge hier nutzen und kann die zusätzlich implementieren, um dann wirklich eine tausendprozentige. Basisdemokratie zu erzeugen muss man aber gar nicht man muss eigentlich nur eine einzige sache machen ja und dann ja und auf einen solchen ganz großen Wurf, wo endlich alles aufhört, was wir zu beklagen haben, dass wir regiert werden von den gesundheitssparten und dann zeige ich das jetzt auch noch mal schnell der ganz große Wurf was bedeutet das zum beispiel kann das, bedeutet das auch hier ich habe das in den in sendungen der letzten tage etwas verkürzt dargestellt ich sollte es jetzt mal wieder richtig machen. Ich habe hier nur bezogen auf den vorteilbringenden Irrtümer der den vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten, dass alle Kinder, alle Neugeborenen potenzielle Genies seien. Also die völlige Vernachlässigung der Tatsache, dass die Evolution ein Ungleichheitserzeuger ist und notwendig ungleich leistungsfähige Gehirne erzeugt, sodass man in, in Wirklichkeit auch bei der besten Bildung aus jemandem mit einem wenig leistungsfähigen Gehirn trotzdem kein Genie machen kann, sondern äh, sozusagen, äh, dass trotzdem die riesige Unterschiede bestehen, rein genetisch zwischen den Ge Leistungsfähigkeiten der Gehirne und so weiter. Aber wir sollten dieses hier, das kann man als die Erdkugel verstehen, da kann man dann darüber sprechen, auch über Teilpassungen an bestimmte Regionen dieser Erdkugel. Und man kann sozusagen darüber sprechen, dass hier das der große Kuchen ist. Sie sehen es nicht ganz, aber hier, das ist eigentlich so ein rundes Ding. Also man kann das als den Kuchen verstehen, von dem alle sich möglichst viel rauspicken wollen. Und hier außenrum können wir die ganzen Sparten der Gesellschaft anordnen. Und die gefährlichsten Sparten sind ja die Sozialsparten. Ja, die Sozialsparten. Dazu gehören die NGOs. Äh, und die Arbeitsamtmitarbeiter zum Beispiel. Und diese Sozialsparten haben also eine Tendenz, in der ganzen Welt unheimlich viel Leid und Elend zu, äh, zu erzeugen, damit sie dann alle entweder durch Spendensammlungen oder sonst wie profitieren in der Betreuung all des Elends auf der Welt, dass diese Sparten aktiv vergrößern und warum vergrößern sie das aktiv? Nicht, weil es sich um böse Menschen handelt oder Verschwörer handelt, sondern weil sie mit in der Evolution notwendig bestimmte vorteilbringende Irrtümer evoluieren, die sie sehr bereitwillig glauben und für Wahrheit halten. Und diese vorteilbringenden Irrtümer führen zu Handlungen die das Elend in aller Welt, zum Beispiel die Massenarbeitslosigkeit überall vergrößern, damit man mehr Kundschaft hat sozusagen. Und die zweitgefährlichste Sparte der Menschheit sind wohl die Gesundheitssparten, die überall Krankheit und Elend erzeugen, damit sie daran sich bereichern können. Und auch das ist keine irgendwie geartete bösartige Verschwörung, sondern still und leise evoluieren sich äh, äh, vorteilbringende Irrtümer, bestimmte Irrtümer erweisen sich als profitabel, werden nicht mehr hinterfragt, weil sie so profitabel sind und häufen sich im Studieninhalt zum Beispiel der Gesundheitssparten an, so in den Studieninhalten die vorteilbringenden Irrtümer als Wahrheiten gelehrt werden, die in Wirklichkeit die ganze Weltbevölkerung krank machen und äh, in Kundschaft verwandeln. Und im Moment werden wir ja wird die ganze Welt ja von den Gesundheitssparten und ihren vorteilbringenden Irrtümern regiert. Weil eben, wie gesagt, unsere Staaten werden ja von den Konzernen und den Lobbyisten der Konzerne regiert und also auch von den Gesundheits- und Spartenkonzernen, also von den Pharmakonzernen, Impfkonzernen, Maskenkonzernen, Testkonzernen wird eben, wird die ganze Welt regiert, definitiv. Na? Und das alles kann man ändern, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme als einziger Maßnahme könnte man das auf einen Schlag alles beenden. Ne? Ja, und dann äh, kann man wieder zurückgehen hier. Ja, und von der AfD ist ein Video aufgetaucht, eine Rede in irgendeinem Parlament, Landesparlament, vermute ich, Schluck Wasser. wo eigentlich das völlig unrealistische weltbild das marktradikale oder neoliberale weltbild des dr markus krall quasi ja voll aufgegriffen wurde quasi sozusagen so dieses was Markus Krall immer sagt, sozusagen, ja, alle, die nicht meinem Mark Marktradikalismus folgen und den Markt für gefährlich halten, so wie die Next Scientist for Future und so weiter, das sind ja dann alles gleich, Sozialisten und Kommunisten und so weiter. Also so quasi, jeder, der, der es wagt, sozusagen, jeder, der es wagt, jeder, der es wagt, den Marktradikalismus in Frage zu stellen, wird sofort beleidigt als so Sozialist und Kommunist. Und gemeint ist dabei nicht echter Sozialismus oder echter Kommunismus, über den man nachdenken darf und kann und sollte wie die Next Scientists for Future das tun, sondern über den Pseudo-Sozialismus und Pseudo-Kommunismus äh, und die Pseudo-Planwirtschaft, die natürlich äh, sozusagen äh, völlig indiskutabel ist und äh, sich wirklich erwiesen hat, dass sie so letztendlich immer nur eine Diktatur darstellt äh, und, und also absolut negativ ist, ja, aber eben der entscheidende Punkt ist, dass damit die AfD quasi auch zu den Parteien gehört, die nicht erkennt, dass freier Markt total gefährlich ist, dass die Erfindung von Markt, Tauschhandel und Arbeitsteilung die gefährlichste Erfindung der Menschheit war und dass man sofort positive, starke, positive Anreize hätte einsetzen müssen, um diese Gefährlichkeit sozusagen zu stoppen. Und denn was passiert, ich zeige es nur noch mal ganz schnell, was passiert, wenn man eben den, ach da war es schon, den Marktradikalismus nicht sofort, wenn man den, Fre den Markt, die, also Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung nicht sofort durch das planwirtschaftliche, echt planwirtschaftliche Element der starken positiven Anreize kontert dann passiert zwangsläufig sofort das, nämlich hier ist ein wahrheitsorientierter Früharzt und Frühhändler, aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es immer zu einem sich irrenden Früh, äh, Früharzt und Frühhändler. Und solche Irrtümer sterben normalerweise aus, aber unter Bedingungen von Markt, Tauschhandel und Arbeitsteilung vermehren sich diese Irrtümer plötzlich gewaltig, weil nämlich zum Beispiel solch ein vorteilbringender Irrtum wie der ich nenne mal so ein paar. Ja, also nein, ekelhaft eure naturbelassene Lebensweise, diese Kommun Kommunen, kommunistische Lebensweise mit viel Körperkontakt, Zärtlichkeit und langen Stillzeiten, ekelhaft dieser viele Körperkontakt, das macht euch krank. Nein, also äh, de, und ihr äh, ihr solltet damit sofort aufhören, ekelhaft, widerlich. Und äh, ihr könnt auch, äh, ihr braucht euch auch nicht mehr naturbelassen zu ernähren. Ihr könnt ruhig meine Denaturierung

Produkte kaufen, die sind genauso gesund und außerdem äh, die krank machen euch nur solche Mikroorganismen, wie wir sie später nennen werden, nachdem wir sie dann erkannt haben, die Viren, Bakterien, Pilze und so weiter. Diese Mikroorganismen sind allmächtig und äh, die, nur die machen euch krank und dagegen verkaufe ich euch irgendwas, Chemotherapien, Bestrahlung, Operationen, Impfung, was auch immer und nur so könnt ihr gesund leben. Und er glaubt diese seine Irrtümer auch. Ja, vielleicht als, als Händler noch, der Frühhändler sagt dann auch noch sowas wie, ach ja, da hat eine Kommune die andere nachts übergefallen und totgeschlagen und dann kaufen die Leute ihm alle seine Frühwaffen ab, sozusagen, weil sie Angst bekommen und dann kommen die Leute irgendwann durch seine ganzen Geschichten, die er immer wieder wiederholt, auf die Idee, Irgendwann einen Präventivkrieg zu machen und die andere Gruppe totzuschlagen, bevor sie einen totschlagen kann. Und so hat er dann die Menschheit zum ewigen Krieg aufgehetzt und dann verdient er sehr gut als Waffenhändler und so weiter. Ja. Und und, und diese Irrtümer erweisen sich werden jetzt sterben jetzt also nicht schnell wieder aus, sondern unter Bedingungen von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung. Vermehren die sich. Warum vermehren die sich? Weil nämlich dieser Früharzt und Frühhändler wahnsinnig viel verdient. Hier drei Enkel, vier Urenkel ernähren kann, also der Vorfahre von Trostenwieler. Lauterbach, Allnatura, all die Rewe und Waffenkonzernen wird und hier er auch noch geistige Schüler findet und Nachahmer findet, die dann auch in einer Universität ausgebildet werden und so dann also der Vorfahre wird sozusagen und sein vorteilbringender Irrtum wird zur Gehirnwäsche, zur manipulativen Gehirnwäsche der gesamten Weltbevölkerung und insofern ist sozusagen freier Markt oder Marktradikalismus das Schädlichste, was es gibt. Und jemand, der den Markt begrenzt, ist kein bösartiger Pseudokommunist oder Pseudosozialist oder Pseudoplanwirtschaftler, sondern ein vernünftiger Mensch, der äh, den, den saugefährlichen Marktradikalismus durch starke positive Anreize eingrenzt. Nämlich, zum Beispiel, wenn man mit der Wohlfühlstimme, sozusagen, die starken positiven die Grundlage errechnet für die Ausschüttung starker positiver Anreize, dann würde derjenige, der mit diesen vorteilbringenden Irrtümern riesige Schäden anrichtet, ja überhaupt keine Verdienstzuschüsse mehr bekommen, würde pleite gehen und nur noch der wahrheitsorientierte Arzt und Händler würde dann an diese Erfolgsstelle rücken und würde dann aufgrund der positiven Anreize äh, der Vorfahre aller Zukünftigen werden. Und die vorteilbringenden Irrtümer würden ruckzuck aussterben, die alle Träger von vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, Killer des Geistes, würde äh, hierhin rücken und dann hier aussterben. Und äh, auf, in der Erfolgsspur wären nur noch die dann vorteilbringenden Wahrheiten. Ja, damit ist das alles gesagt und dann haben wir jetzt nur noch hier äh, Politik für Nichtwähler machen. Da war ein interessanter Bericht darüber, dass eben die sozial Schwächeren, je sozial schwächer jemand ist, desto weniger geht er zu den Wahlen. Und manche Parteien denken tatsächlich, wenn sie Politik für Sozial schwache machen würden, was weiß ich, großzügiges Hartz IV, großzügiges, bedingungsloses Grundeinkommen, das würde ihnen irgendwie gedankt werden. Denn die Leute, die zur Wahl gehen, die 45 Millionen von 83 Millionen, die überhaupt nur zur Wahl gehen, die die, die ist es, für die ist es eher die müssen das Ganze ja dann bezahlen, nämlich die Erhöhung von Hartz IV und äh, von einem beding hohen bedingungslosen Grundeinkommen. Und äh, damit macht man sich nicht wählbar. Also, man sollte Politik für WählerInnen machen und nicht Politik für Nichtwähler machen. Ja, Sie hören es, bei uns ist die große Baustelle na, in unserem, äh, unsere, unsere Bank hier im Hause. Da wird alles äh, umgebaut und renoviert und, und, die, die und so weiter. Und das wird uns wohl längere Zeit begleiten. Ja, tschüssi, bis bald.